Das neue Jahr hat seine Türen geöffnet und mit ihm sein Outdoor für einen neuen Kulturraum in Basel aufgegangen. Alle sagen, haben aber dafür der Villa Epoch an der Gartenstrasse müssen, wo nach jahrelangem Leerstehen ein Ort für kulturelle Begegnungen geworden ist. In Zukunft wird es auch wieder als Einfamilienhaus genutzt. Das finde ich natürlich schade, weil wie jetzt die Ambiance jetzt gerade auch zeigt, eignet sich ja das Haus ideal für eine Öffentlichkeit. Es hat sich gezeigt, dass so ein Haus eigentlich ein Geheimnis ist. Am letzten Abend vom 98 haben Gäste in den stilvollen Villaräumen noch einmal kräftig das Tanzbein geschwungen. Die letzten 12 Monate oder auch die guten Vorsätze fürs 99 durchgecheckt. Und einen abschliessend altherrschaftlichen Blick genossen. Dann allerdings ist zum allgemeinen Abschied und Aufbruch bloß geworden. Ich habe ein paar Fackeln eingekauft. Die Idee ist, dass wir gemeinsam durch die Stadt ziehen. Wir gehen über den Eschenplatz und den Steinenberg runter, über den Barfüßerplatz durch die Gerbergasse bis in die Mitte eben von dieser Stadt. Und ich könnte euch gerne bedienen bei diesen Fackeln. Und die, die möchten, können auch symbolische Stuhl mitnehmen. Stuhl. Ein Applaus war die Epogera wert. Und dann haben wir sich gemeinsam auf die Socken gemacht. Denn die ehemalige Volksbank im Zentrum hat darauf gewartet, im Besitz genommen zu werden. Gedanken sind das primäre kreative Produkt, das es gibt. Und das finden wir eigentlich das Wichtigste. Und das Wichtigste heisst die Hauptsache. Und die Hauptsache heisst ihr Kapital. Und darum haben wir Gedanken als Kapital genommen. Und das als Bank betreiben, das heisst Gedanken miteinander in Verbindung bringen. Bank heisst ja nicht horten, sondern miteinander verbinden. Die letzten Fackeln anzündet und losmarschiert. Durch die freie Strasse am Barfi vorbei hat man hell erleuchtet Ziel an der Gerbergasse angesteuert. Fackelumzug, Feuer, warum haben das Feuer ausgesucht, um jetzt einen neuen Ort zu gehen? Feuer, Geist. Passt, Wärme, in die Mitte. In der ehemaligen Volksbank mitten im Herz von Basel soll jetzt also ein neuer Kulturraum geschaffen werden. Ein Ort für geistiges und körperliches Wohl, ein Ort von der Begegnung und vom kreativen Schaffen. Kurz, eine Mitte von Basel. Es ist sicher auch ein längiges und blödes Wort auf eine Art. Und gleichzeitig ist es eben auch ein Wort, das, weil es so einfach ist, halt auch eine gute Publicity Wirkung hat. Und das geht auch wirklich darum. Wir sind auch Leute, die tatsächlich das Wort eigentlich meinen, was wir sagen. Und Mitte heisst, wir sind erstens in der Mitte von einer Stadt. Wir wollen mit den Leuten, die hier in der Mitte sind, Arbeit machen, die zentral ist, die wesentlich ist, also wo es irgendwie um etwas geht, was der Wert ist. Und ich habe mal gesagt, der Satz, wer in die Mitte tritt, muss sich zeigen. Wichtig ist es dann auch um Mitternacht gesehen, im Moment vom Jahreswechsel genau in der Mitte zu stehen. Und dass wir selbstverständlich auf die neue Mitte für Basel anstoßen. Ich stand bereit drin. Ich hoffe, ihr würdet eure Mitte hier auch reinbringen. Jetzt, wenn 12 ist, ich gebe ein Signal. 12? Jetzt! Hurra! Der Übertritt in ein neues Jahr ist bekanntlich auch immer bestens geeignet für Wünsche. Dass wir einfach fähig sind, die Energie, die wir bis jetzt hatten, weiterzuziehen oder noch zu verstärken, damit es zu einer gelungenen Sache werden. Wo willst du die Kraft davon, um das eine gelungene Sache werden zu lassen? Ich bin ja Künstler in mir innen, zu innerst, und ich beziehe das eigentlich aus meinem künstlerischen Grundgefühl, dass das Leben lebenswert und verändernswert ist. Die 1912 erbaute Liegenschaft an der Gerbergasse 30 hat dank der gemeinnützigen Stiftung Edi Marion für 10 Millionen Franken können erworben werden. Die Leute von der Epoch Villa haben im Schlotterberg Tatbeweise gebracht, haben im Kulturraum Wardecke Tatbeweise gebracht. Und somit haben wir uns entschieden, das Projekt mit zu unterstützen, weil sie schon eine gewisse Vergangenheit haben. So heisst das ehemalige Epoch-Team, das sich von Abbruchsliegenschaften am Stadtrand zur Villa an der Gartenstrasse aufgeschafft hat, im Stadtzentrum in einem salonfähigen Marmorpalast neue Ideen in Angriff nehmen.